Hey, wenn du wissen möchtest, was die drei wichtigsten Signale sind, die eine Frau dir aussendet, wenn sie an dir interessiert ist, dann ist dieses Video für dich. Damit entgeht dir kein Flirt mehr. Und du weißt ganz genau, wie du dich ihr annähern kannst. Eingeladen habe ich dafür Felix vom Kanal Charis Masters. Ich bin selber ein Fan von ihm, deswegen bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Und jetzt die drei Signale. Viel Spaß und bitte Felix. Wenn Frauen mit dir flirten, dann betonen sie körpersprachlich, dass sie viel Östrogen haben. Zum Beispiel, indem sie körpersprachlich ihren Hals berühren, ihr Haar berühren oder ihre Lippen berühren. Ganz besonders, wenn dabei Augenkontakt hergestellt wird. Also das ist extrem eindeutig, weil sie dir gleichzeitig signalisiert, dass sie Vertrauen aufbaut durch den intensiven Augenkontakt. Und zum anderen betont sie gerade dabei ihre Weiblichkeit. Sie will eine bestimmte Form von Verbindung herstellen. Der Hals ist eine so entscheidende Stelle, weil bei der Berührung des Halses Frauen auch Pheromone auslösen. Besonders wenn die Lippen dabei leicht geöffnet sind, weil geöffnete Lippen, geöffneter Mund ist wieder eine Erweiterung der Sinne. Dabei betont sie mit einem Finger zum Beispiel ihre Lippen, dann ist es ein sehr starkes sexuelles Zeichen für Interesse. Je mehr Östrogen eine Frau hat, desto höher wird auch ihre Stimme. Das heißt, wenn du die Baseline der Stimme kennst, wenn du weißt, wie hoch eine Frau normalerweise spricht, und du stellst eine Veränderung dir gegenüber fest, du merkst plötzlich, spricht sie höher, dann ist das häufig ein Anzeichen dafür, dass sie mit dir flirtet. Umgekehrt, wenn Männer plötzlich tiefer sprechen, dann betonen sie damit, dass sie viel Testosteron haben. Häufig, auch in Videos, wirst du Flirtsituationen sehen, wo während des Gespräches die Stimme der Frau immer höher wird und die Stimme des Mannes immer tiefer. Häufig wird auch gefragt, was kann ich denn jetzt machen, wenn ich sehe, dass viele Signale erfüllt sind? Wie kann ich denn jetzt testen, ob die andere Person wirklich interessiert ist, ohne mich komplett zu blamieren? Und eine Sache, mit der du das leicht testen kannst, ist es, dich einfach weiter vorzulehnen. Der anderen Person einfach leicht, so minimal leicht, näher zu kommen. Du brauchst noch nicht all in zu gehen, aber lehn dich ein bisschen weiter vor oder näher dich ein bisschen mehr an und achte darauf, wie die andere Person reagiert. Wie verändert sich die Distanz? Bleibt sie dabei gleich? Lehnt sie sich dabei nach vorne oder nach hinten? Solange sie in ihrer Distanz zu dir gleich bleibt oder sich sogar nach vorne lehnt, sind das sehr gute Signale. So wurde gezeigt, dass wenn eine Frau bereit für einen Kuss ist, lehnt sie sich meistens auch leicht nach vorne. Wenn sich die andere Person allerdings nach hinten lehnt, abwendet, die Arme verschränkt oder andere Zeichen der Distanzierung oder Ablehnung zeigt, dann sind das eindeutige Zeichen dafür, dass jetzt nicht der beste Zeitpunkt ist, um sich weiter anzunähern. Und wenn du dir immer noch unsicher bist, kannst du Folgendes machen. Achte einfach darauf, wie häufig dir die andere Person direkt in die Augen schaut und wie häufig sich die Augenbrauen heben, also der sogenannte Eyebrow Flash. Denn Studien aus dem Jahr 2009 zeigten einen direkten Zusammenhang zwischen der sexuellen Bereitschaft, der sexuellen Offenheit und der Anzahl der Augenkontakte, der Blickkontakte und der Anzahl, wie häufig die Augenbrauen gehebt wurden. Eine weitere Sache, wenn eine Person stark interessiert ist, beginnt sie auch mehr zu blinzeln. Also in Experimenten wurde gezeigt, dass die Blinzelrate bei starkem Interesse, das noch nicht bestätigt war, also eine Person ist interessiert, aber weiß noch nicht genau, was die andere Person empfindet, dass die Blinzelrate in solchen Situationen teilweise 5-mal oder 8-mal so hoch ist. Wenn die andere Person stark interessiert ist, blinzelt sie plötzlich viel, viel mehr. Die typische Flirt-Mimik sieht folgendermaßen aus. Der Kopf ist leicht abgewendet und leicht gesenkt. Wir sehen Freude und Verlegenheit, einen direkten Blickkontakt. Die Blinzelrate ist höher, wir sehen Stresssignale. Das Gesicht ist mimisch stärker aktiviert. Wir sehen, die Sinne öffnen sich immer weiter. Wir sehen, die andere Person nähert sich immer mehr an. Die Berührungen nehmen zu. Und die Anzahl der positiven Signale übersteigt bei weitem die Anzahl der negativen Signale. Und immer wenn du negative Signale körpersprachlich in der Distanz, in einer Verschließung der Sinne oder Distanzbildung siehst, dann sind das die Situationen, auf die du eingehen kannst. Weil das sind die Signale der unausgesprochenen Einwände. Das, was die andere Person nicht sagen will, zeigt sie dir körpersprachlich. Und dann kannst du einhaken. Dann kannst du nachfragen oder überlegen, woran liegt das jetzt wohl? Ist sie irgendetwas, was unangenehm ist, was du entfernen kannst? Also sowohl die positiven Signale als auch die negativen Signale geben dir wertvolle Informationen darauf, wie sich die andere Person fühlt. Und mein praktischer Tipp an dich, immer wenn du drei positive Veränderungen wahrnimmst, sei es beim Verkauf, sei es beim Dating oder du siehst im Idealfall natürlich von Anfang an alle positiven Signale, das ist dann eindeutig 100%, viele tauen natürlich erst im Gespräch auf. Und wenn du dann feststellst, da sind drei positive Veränderungen,
dann ist der perfekte Zeitpunkt, um einen Schritt weiter zu gehen oder den nächsten Test zu starten. Und stopp! Denn da, wo dieses Video herkommt, da gibt es noch viel mehr. Charismasters macht wirklich unglaublich coole Charakteranalysen und genau solche knackigen Videos, wie du sie gerade eben hier gesehen hast. Deswegen abonniere auf jeden Fall seinen Kanal und ich habe auch auf seinem Kanal genau jetzt ein Video herausgebracht. Schau dir dieses Video gerne hier an und zwar erfährst du dort, wieso der Partylöwe am Ende seines Lebens doch keine Freundin bekommt und wieso du, ja du, viel mehr Chancen hast, glücklich zu werden und deine Traumfrau zu finden. Also mein Lieber, bis gleich bei Charismasters.